Die Anzahl an geborenen Ferkeln pro Sau ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, sodass eine Beifütterung notwendig geworden ist. Die produzierte Sauenmilch reicht für die Versorgung der Ferkel nicht mehr aus. Mit der Bilaktalbar von Schaumann können pro Sau bis zu 23 Ferkel mit Milchaustauscher versorgt werden. Die Milchbar lässt sich auf der Buchtentrennwand montieren, um so zwei Würfel gleichzeitig zu versorgen. Der Schlauch wird in eine Tränkeschale befestigt. Eine Umwälzpumpe rührt die Milch in regelmäßigen Abständen auf und pumpt sie in die Tränkeschale. Die Fütterung erfolgt im Stundenrhythmus bzw. kann individuell eingestellt werden. Grundsätzlich muss die Tränkemenge für jede Bucht auf die Ferkelanzahl und die Tränkeaufnahme abgestimmt werden. Diese Einstellung kann mit einer speziellen App am Handy erfolgen. Bei einem Wurfausgleich setzen Sie die größten Ferkel an die Bilaktalbar. Als Milchaustauscher empfehlen wir Bilaktal Plasma, einen Milchaustauscher mit hohen Magermilchpulveranteilen und Blutplasma. Dieser wird mit 150 bis 175 Gramm pro Liter Wasser angerührt. Rühren Sie nur die Menge an, die Sie täglich benötigen. Einmal am Tag, wenn der Vorratseimer geleert ist, sollte dieser vor dem nächsten Befüllen gründlich gereinigt werden. Ab dem 7. Lebenstag erfolgt zur Milch eine Beifütterung mit hochwertigem Prästarter. Unsere Praxiserfahrungen zeigen, dass das Absetzgewicht vor allem bei kleineren Ferkeln durch die Bilaktalbar entscheidend verbessert wird. Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich an Ihren Schaumann-Fachberater oder Ihre Schaumann-Fachberaterin. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg im Stall.